Hallo, moin moin. Hat er nicht? Doch. Da. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ARK und wir wünschen euch viel Spaß dabei. Ja, ich bin hier schon auf mein Dach neben Samus. Wir wollen direkt losfliegen. Aufgeräumt und Sachen geklärt haben wir schon im Vorfeld. Und der liebe Wanderer möchte uns jetzt eine Höhle zeigen. Ja, hallo und moin moin. Ja, wir wollen in den Nordosten und eine Höhle gucken. Das heißt, im Prinzip können wir quer über die Insel düsen. Moment, Dorlak, so. Genau. Wir tun dir Folgen tun. Ja, tut mal tun. Ja, genau. Erstmal Richtung des Obelisken. Ich weiß nicht, das müsste der Grüne sein, ne? Ja, ich glaube, es ist der Grüne. So. Wollen wir hoffen, dass unser lieber Wanderer auch alles eingepackt hat, was er mitnehmen wollte? Ja, ich habe alles eingepackt. Ich habe mir extra einen Schrank hingestellt damit ich, und habe das gesammelt. Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich alles habe. Habt ihr schon wieder den Turbo eingelegt? Ja, wir haben Turbo. Wir haben aber auch Ausdauer. Na gut, dann hau ich auch mal den Turbo rein. Hilfe, wir werden verfolgt. Nee. Richtung stimmt. Also erstmal zu dem grünen Turm. Und dann so leicht links davon Richtung Norden weiter. Jo, mein lieber PvP, okay. Du hattest gefragt, ob das hier die Elite-Flieger sind, also die Turbo unter den Fliegern sind. Nee, das sind sie leider nicht. Aber wir haben hier auf der Insel keine Weibern oder keine Drachen vielmehr. Und wir gehen mal davon aus, dass das hier der schnellste Vogel ist auf der Insel. Ich hoffe, dass ich dir die Frage damit beantworten konnte. Also mit Turbo sind die schon einigermaßen schnell. Aber ansonsten sind es halt Werkstatt-Transportflieger und auch starke Kämpfer. Ja, das sind sie. Aber so besonders schnell sind sie nicht. Nee, guck, und je höher man fliegt, desto lahmarschiger sieht es aus. Wenn man so über den Boden fliegt, dann geht es eigentlich. Aber wir mögen die Vögel eigentlich, weil die vielseitig einsetzbar sind. Ja, sie können auch relativ gut transportieren. Je nachdem, wie man sie levelt. Ja, und sie haben, denkt dran, die haben auf manche Sachen Materialbonus, ne? Auch ja. Noch, genau. Metall zum Beispiel, wenn ich Metall trage und das 250 wiegt, dann hat der Vogel, trägt das dann für die Hälfte, also 125. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Ist aber nicht bei allen Sachen, war nur Metalle, ne? Und Metalle, Steine, also Baumaterialien, glaube ich. Ja. Ne? So in der Richtung müsste das sein. Und der Turbo wäre dann das hier. Ja. Turbo. Also ich persönlich kenne die Höhle nicht. Ich spiele im Moment nicht so viel privat. Also ich versuche mich möglichst wenig zu spoilern, damit das auch spannend wird. Ja, ich war schon drin im Solo. Ich habe mich getraut, nachdem ich zweimal drumherum gelaufen bin. Und ja, wir lassen uns überraschen. Ich erzähle jetzt mal gar nichts dazu weiter. Hauptsache nicht so ein Waterloo wie in der Eishöhle. Also ich habe es alleine geschafft, dann werden wir das zu dritt, glaube ich, auch schaffen. Also Kindergartenhöhle. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie sich das kumuliert, wenn wir zu dritt da reingehen. Das weiß ich ja nicht.
Das hier ist nicht Generation Zero, wo sich die Gegner anhand der Spielerzahl einstellen. Ach so, okay. Ja gut, wir lassen uns überraschen, vielleicht ist es ja wirklich Pipifax. Also bei... Wollen wir umkehren? Liebe Community, also bei Generation Zero, ich weiß ja, ihr guckt da rein und ihr habt auch Spaß daran, aber guckt die nächsten Folgen unbedingt, also da geht es tierisch ab. Jo. Wir haben uns gepinkelt vor Lachen. Ich habe nochmal beim Kontrollieren richtig Pipi in der Hose und in den Augen gehabt. Also was wir an Material rausgeklopft haben in den letzten zwei Folgen, rausgeballert haben, mein lieber Mann. Darf ich mal gerade unterbrechen? Sollen wir einen kleinen Abstecher gerade nach rechts machen? Moment. Ja, könnten wir machen, ja. Wobei, ja doch, okay. Zement wäre nicht schlecht. Du kannst ja gerade den grünen Strahl holen, wenn du willst. Nö, ich lande da nicht. Da ist Sumpf. Der grüne Strahl ist hinterm Sumpf. Nein. Hol dir ruhig ein paar Saugtiere. Na gut, ich hol mal. Dann sehe ich ja wieder nicht, wo du das holst. Wo holst du denn das? Wo ist er denn jetzt? Ist abgehauen. Wir sind runter zum Fluss. Da hinten sehe ich jemanden fliegen. Also ich bin jetzt gelandet. Seid ihr hier? Ich bin rechts vom grünen Strahl. Ah ja. Rechts vom grünen Strahl. Ja, ich sehe. Sind die denn hier, die... Ah, letztes Mal waren die nicht da, weil schon abgeerntet war, ne? Jo. Oh Gott, ich muss was anderes holen. Yippie! Ecke, du Spatt, hey. Jo. Hat noch Schaum um den Mund, unser Vogel. So. Wie weit geht denn das mit den Bibern? Der ganze Fluss runter? Nö, nur hier vorne haben die einen Bau. Ach so, aber ich sehe gar keinen. Oh, wir können die Wasserflasche auffüllen. Hast du einen gefunden, einen Bau? Im Moment gerade noch nicht. Warte mal, ich guck mal hier eben. Ich sehe auch gerade keinen Biber. Wir haben die Biber abgeschafft. Hier ist, glaube ich, nee, sah nur so für einen Moment so aus. Also ich kann hier im Moment. So, manche Sachen greife ich auch an. Was ist das? Ja, die sich nicht wehren. Ja, genau. Was war das eben für ein Tier? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da ist irgendwas rumgeschlichen um den Stein. Aber hier drüben scheint auch nichts zu sein. Die Biber sind abgeschafft worden. Jo. Aber wir kommen in die Nähe von einem kleinen See. Da könnten wir auch nochmal Nachbauten gucken. Da sind zwar nur zwei oder drei meistens, aber da können wir nochmal gucken. Guck mal da nochmal. Im See ist ein Biber, ja. Ja, zwei meistens. Ein Pärchen oder so. Naja, aber ein Pärchen macht einen Damm. Ja, okay, aber das ist ja... Wir kriegen noch genug von dem Zeug. Wir brauchen Chitin, dann kriegen wir das auch hin. Das muss ich gerade mal gucken, wo ist denn? Ich will da nicht landen. Eigentlich will ich da nicht landen. Wo seid ihr eigentlich schon wieder hingeflogen, ihr Knödel? Ich bin unter dir. Moment, ich muss hier aber ganz schnell hin. Jetzt bin ich hinter dir. Über. Ja, jetzt direkt aus, unter dir. Ist schon alles gut. Ja, komm her, du Vogel. Wir müssen weiter. So, jetzt habe ich dir. Jetzt hat Draven mal ihren Hintern an dir abgewischt. Voll ins Gesicht. Deswegen bin ich auch immer so kackig braun. Ja. Nein, du würde man. Moment, wir müssen da lang. Genau, zu dem Strahl. Okay. Also, wie sieht's aus bei euch? So,
Ich bin jetzt auf dem. Ich peile jetzt mal grob 20. 68 an. Da ist ja dieser See. Ja, das kommt in etwa. Ja, genau. Okay. Basten mal, wo bist du denn abgeblieben? Hinter Kraus. Hinter Spocky. Ich muss die nur erstmal finden, die beiden. Da hinten scheint einer von denen zu. Ah, da sind sie doch. Alle beide. So. Okay. Bild machen. Foto machen. Foto. Das ist nur so dunkel wieder. Ja, aber Regen ist immer öfter hier, ne? So. Da kann man auch noch was von essen. Merkst du was, Bocki? Der ist schon wieder am Fressen. Beim Vogel kann das ab. Er kann genug laden. Na, der Nils muss natürlich einen Jumbo nehmen, um überhaupt noch fliegen zu können, wenn er weiter so macht. Nee, ganz so schlimm ist das noch nicht bei mir. Nein! Überhaupt nicht. Nein, nein. Okay, immer noch. Ja, die Richtung stimmt. Ja, natürlich stimmt die Richtung. Ja, da hinten ist ein Grafikfehler. Warte mal, ist da irgendwie freie Bahn? Oder gibt es da viel Zeug, was man umnieten kann, muss, sollte? Ja, Moment. Aha. Nö, da kann ich kurz ab. Da ist ein was. Da kommt auch schon angestiegen. Scheiße. Ah, der ist auch nicht. Dreht wieder ab. Ups. Bin schon fertig. Aufsammeln. Hier sind ein paar Kristalle. Okay. Ah, da seid ihr. Okay. Weiter. Was habe ich denn da wieder aufgegabelt? Nichts von Bedeutung. Außer diese komischen Stroh. Nee, Stroh heißt? Stroh? Ach nö, Holz. Naja. Holzteile. Ah ja, gut. Wir müssen, glaube ich, jetzt etwas auf den kleinen weißen Strahl da hinten zu. Ja, ein klein bisschen links an dem Ding da vorbei jetzt. Und pack weg. So. Ich habe schon geguckt bei diesem See hier, ne, auf dem wir jetzt gerade zufliegen, mit dem kleinen Wasserfall davor, ob der auch einen Biber hat da, aber da habe ich keinen gesehen. Seht ihr wieder? Ja, die hauen alle ab. Ja, vor allem wenn ich komme, wenn mein Adler kommt. Genau. Ja. Wenn mein Adler kommt, dann ist Feierabend. Ja? Ja. Ach so, der... Der Grüne, genau. Ich glaube, ich gehe mal tiefer. Ah, da glitzert doch schon wieder was. Hippie. Oh, da ist doch einer, der glitzert. Ja, das ist eigentlich nur wegen der, wie heißt die Dinger nochmal? Terminalkarten, nicht technische Teile da. Die brauchen wir irgendwann. Muss ich erstmal gucken, wo ihr abgeblieben seid. Einmal nach oben. Ach, da unten. Okay. Einer, aber ich sehe nur einen von uns dreien. Wo hast du den anderen denn gelassen? Ich weiß nicht, wo der Langhaarige ist.
Ich flieg zu dem See. Zu dem See? Ach man, jetzt wird's auch noch dunkel. Ach ja, wir wollten, wir müssen ein bisschen links, Manni. Ich werde dir unauffällig folgen tun. Tu mal tun. Fackel hätte ich mal mitnehmen sollen. Wir wollen, genau. So. Läuft schon wieder durch die Gegend rum wie ein Friseur, nur mit einem Kamm und einem Taschenspiegel. Wer? Du. Ich? Das wüsste ich aber. Kann man keine Fackel mitnehmen? Die habe ich vergessen, oder? Habe ich die dabei? Warte mal. Brauche auf dem Ding keine Fackel. Eine Keule habe ich dafür dabei. Ich habe an eine Keule gedacht, Leute. Nur an die blöde Fackel habe ich nicht gedacht. Hast du deine Fackel? Wir müssen zu dem grünen Strahl. Ah, das ist ja schon richtig cool beleuchtet jetzt. Irgendeiner wischt mir immer vor dem Bildschirm rum. Okay. Ja, die Richtung stimmt. Okay. Zünde dir gleich die Schwanzfedern an, ich sag's dir, du. Oh mein Gott, was schön. Bist du schon beim See, Esbock? Nö. Findest du gar nicht im Dunkeln. Ich bin jetzt so auf 45, 66. Oh, du müsstest ja irgendwo links von uns sein. Ja. Ja, Leute, für die Dunkelheit können wir nichts. Nein, nichts. Um genau zu sein, 43. 66. Fehlt mir Material. Ich habe das Material natürlich. Ich flieg mal hinter. 43, weiß 60? 66. Ja. Hier lang. Jetzt habe ich die Richtung verloren. Wir fliegen wieder den falschen. Doch. Das stimmt. Da müssen wir lang. Wir sind auch zu hoch. Bleib ein Ticken tiefer. Bis wir gegen den Baum prallen. Man sieht gar nichts diesmal, ne? Meine Güte, ist das duster geworden. Hey, warum funkeln die Sterne nicht? Ah, da kommt ein Strahl, der gibt uns etwas Licht. Bist du hinter mir, Boss Maul? Ja. Sowas von hinter dir. Hinter mir her, ne? Ja, wir müssen aber eigentlich. Die Richtung stimmt auf jeden Fall. Hoffen wir, dass wir den überhaupt erkennen bei dem. Bei der blöden Dunkelheit. Also bei uns vergeht die Nacht etwas schneller, aber es dauert trotzdem noch einen Augenblick. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch was sehen. Ich habe ja die Lampe an, also ich bin gut zu sehen. Hast du schon wieder gesoffen? Boah. Ja. Ich sehe keine Lampe, wo bist du denn? Ja, über dir. Da oben. Er meinte, ich gehe jetzt in Tiefflug und will wie du dann irgendwo gegen die Bergspitze oder gegen in den Wasserfall landen. Ich weiß, wie man den Vogel hochzieht. Ja, aber so sieht das gut aus. Ach, das landet genau im Wasser, wie es aussieht. Okay. Oh, wartet mal. Sind wir da? Nee. Moment, ich suche was hier unten. Moment. Nee, das ist das. Ich dachte, okay, gehen wir lieber gleich wieder hoch, bevor es irgendwas in den Nacken springt. Jetzt sehe ich dich schon wieder nicht mehr. Du hast dich in Luft aufgelöst.
Ja, die Richtung ist immer eine kleine Schwierigkeit hier. So, da lang. Du bist hinter mir oder über mir oder unter mir, ne? Ich bin beim grünen Strahl. Ach so. Ja, du musst einfach nur auf das, was. Was war das jetzt für eine Koordinate? Circa 22. Also, da ist so ein weißer Strahl auf jeden Fall, der da links davon ist. 22. Was ist das? 25, 68. Ja, so in der Richtung. Ich bin auch gleich da. Ah, seht ihr, Leute? Es wird nämlich hell. Da hinten blitzt es. Weil der ist etwas schwierig zu finden, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Der ist so ein bisschen versteckt. Der heißt nämlich auch so, versteckter See. Also genau ist er bei 22,9 zu 69,1. Ah ja. 22,1 zu... ach, ist egal. Ich finde den schon. Bist du wieder da, Bausmal? Bin immer da. Oh Mann. Nur nicht hier. Nicht hier? Na gut. So, wie sieht's denn aus? Schauen wir mal auf Korti. Ja, genau. Hier über Gipfel von Baum. Und dann müssen wir, glaube ich, langsam runter. Das ist leider ein Nachtflug geworden, Leute. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir wollen nur unbedingt noch mal wegen Zement gucken und die Biber haben sowas immer. Er müsste eigentlich jetzt hier auftauchen, gesehen. Mal schauen. Ja, ich bin eigentlich sogar drüber. Ist er das schon? Ah, das ist er schon. Ja, super. Ja, schönes Gebiet hier. Und wieso sehe ich dich nicht? Ach doch, da. Hinter dir bin ich. So, wo seid ihr jetzt? Also 25... 22,8 zu 69,1. Hast du dein Dings eingesteckt? Ja, ja. Gut. Karte weg. GPS. Okay. So, warst du schon unten? Nö. Man sieht ja nichts. Ah, doch, ein bisschen sieht man schon jetzt. Ich guck mal, ob ich den Bau finde. Da ist auf jeden Fall ein Krokodil. Aber nicht mehr lange. Oh. So, das ist schon mal weg. Da ist ein kleiner Biber irgendwo. Habe ich doch gerade was flitzen sehen. Da, der hat irgendwas gekillt. Da läuft noch einer voraus. Aber wo ist der? Der hat die Knuspern, der irgendwas weg. Wo ist der Bau? Gut, der ist natürlich schwer zu entdecken jetzt gerade. Was ist das hier? Ne, das ist noch ein Busch. Das Wasser ist auch nicht sehr tief hier, meine ich. Hey, pass auf, was du tust, sonst wirst du weggeknuspert. Du. Lass die armen Biber in Ruhe, sonst würde ich, verknuspere ich dich. Nein, ich meine den Großen hier, der hier rumallungert. Hier ist der Bau. Holst du das Zeug? Nee, das ist kein Bau, das ist ein Triceratops. Ja, nimm du das mal. Ich habe ja noch ein paar Sachen dabei. Das ist nicht der Bau. Wo ist denn der Bau diesmal? Ich ja, mal. Hier, wo ich bin. Ist er doch da? Ach ja, da, genau. So sehen die aus.
Jo. Jetzt kommt der Biber. Aber kein Zement drin. Kein Zement? Das ist aber doof. Nee. Warte mal, hier sind noch zwei an dem Felsen, wo ich gerade drüber bin. Ja, dann gönn dir. Nee, das sind wieder nur Büsche, so Mist. Ich glaube, das ist immer nur einer bei denen, ne? Okay, ich glaube, wir können weiter fliegen. Wo ist denn unser Borstmoll? Ihr müsstet mich eigentlich sehen. Eigentlich bin ich ziemlich genau in der Nähe. Moment, ich gehe mal hoch. Guck mal, ob ich die von oben etwas... Ah, sieht das cool aus, oder? Hey, da wurde gleich mal ein Vogel. Ich bin 2465, okay. Da hinten sehe ich was fliegen, aber das bist du nicht. 24, 65? Nee, dann bist du hinter mir. Irgendwo. Bist du relativ weit oben? Ja, ich komme. Achte mal auf einen Vogel, der komisch rumfliegt. Sieht cool aus, oder Leute? Ist doch schön. Können wir gleich einen Sonnenaufgang mitmachen hier. Wo ist denn Spock abgeblieben? Ich kreise hier noch über den See und kille Paraptoren. Achso, okay. Ich versuche mal unseren Manni einzufangen. Ich bin bei euch. Ich sehe euch. Ah ja. Ich bin. Ach, da hinten. Das ist Spock. Da kommt ein großer Vogel. Ja, das bist du. Super. Gut, dann können wir, glaube ich, weiterfliegen, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, Richtung Norden, über zur Insel. Auf zum lila Strahl. Ja, genau. So, gehen wir gleich ein bisschen runter. Seid bitte vorsichtig da unten. Wegen der Vögel meine ich das. Ich meine das nicht wegen dir. Um dir mache ich mir keine Sorgen. Und ich mache mir mal mit dem Vogel keine Sorgen. So, warte mal, das war, glaube ich, dort. Ja, die Insel ist noch nicht komplett aufgebaut. Da fehlt noch ein Teil. Da ist ein Strahl. Meine ich, du bist hinter mir, ne? Warte mal. Ich fliege jetzt gerade Richtung lila Strahl. Ja, genau. Die Insel. Ja. Ich kann ja mal den Turbo einlegen. So, alles wegknuspern. Können uns gefährlich werden bei der Arbeit. So, jetzt muss ich mal gucken. Das war nicht hier, das war da drüben, meine ich. Nee, hier war das nicht. Nee, das ist auch nicht die richtige Insel. Moment. Ist die nicht? Hier fehlt doch was. Könnte es sein, dass das anders ist? Also ich bin jetzt ziemlich in der Nähe vom lila Strahlung. Wo seid ihr? Ach nee. Ich bin direkt beim lila Strahlung. Mach darauf, dass die Kiste runterkommt. Ja, ich suche schon mal den Platz, wo wir hin müssen. Der müsste nämlich jetzt eigentlich hier irgendwo sein. Warte mal, hier ist das, glaube ich. Nee. Das war der hier. Ah ja, da unten ist auf jeden Fall schon mal was zum Gucken und Abholen. Und hier ist auch eine Explorer-Note, ne? Ja, genau, da, ich hab die schon. Sag mal die Nummer. Moment, 27. Ja, hier wo... Rockwell. Ja, genau, die hab ich schon. Die müsste ich haben, Moment. 27? Mhm. Du, die hab ich noch nicht.
Moment, warte, bleib mal da, bitte. Na, klar bleibe ich hier, weil ich warte immer noch auf die Loot-Kiste. Wieso hab ich den denn noch nicht? Wüsste ich doch eigentlich schon. Geh mir aus dem Weg, du Vogel. Ja, ob unsere liebe Enola alle hat oder nicht, das werden wir dann sehen. In der nächsten Folge. Wir verabschieden uns jetzt erst einmal ganz kurz von euch und sind dann in der nächsten Folge wieder für euch da. Wir sagen tschüss, macht's gut, habt viel Spaß mit allem, was ihr tut. Vor allem, wenn ihr Gutes tut. Gut wäre, Däumchen nach oben, Abo, Glöckchen, liebe, nette Kommentare, konstruktive Kritik. Und dann sagen wir einmal tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss und vielen Dank für Abo, Like, die Glocke.